So, eins der wahrscheinlich wichtigsten Videos, die ich zum Thema Pedelecs und E-Bikes mache, ist dieses hier. Hierbei geht es darum, wie ich die Akkureichweite meines Pedelecs oder E-Bikes erhöhen kann. So, und da differenziere ich ganz klar in zwei unterschiedlichen Kategorien. Einmal ist der elektronische Part, was das Akku angeht, und auf der anderen Seite ist alles Mechanische. Heute soll es um das Mechanische gehen. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Punkt, den die meisten Fahrradfahrer leider nicht berücksichtigen und was auch vermutlich den größten Einfluss auf die Reichweite hat, ist der Reifendruck. Viele Leute fahren einfach mit zu wenig Reifendruck und könnten da mindestens 1 bar, vielleicht nicht sogar 2 bar mehr reinpumpen. Der maximale Druck dafür steht oft auf dem Mantel. Der ist dann angegeben entweder in bar oder in PSI. Die Umrechnung werde ich auch in dem technischen Video erklären. Dementsprechend spielt auch die Reifenbreite eine sehr große Rolle. Rennradfahrer fahren nicht ohne Grund mit einem sehr schmalen Reifen. Man hat gesagt, bis zu 25 mm, also 2,5 cm dick, kann man in die Schmale gehen, wo es am wirtschaftlichsten und am effizientesten ist. Typisch für so Pedelecs ist, dass die mit 4 cm breiten Reifen verkauft werden, was komfortabler zum Fahren ist, aber ein sehr großen Einfluss auf die Reichweite hat. Ich kann da jedem empfehlen, der so richtig breite Reifen hat, einfach auf schmalere zu wechseln. Was ich auch oft sehr sehe, gestern auch wieder, ist, dass die Leute den Profil des Reifens verkehrt rum machen. Das erkläre ich auch gerne in einem Video. Da könnte man auch einen Reifen ohne Profil fahren. So viel dazu. Ja, und dann der zweite Punkt, ich nenne es gerne den Freilauf. Das bedeutet, ich lege mein Fahrrad einfach mal auf den Kopf oder hänge es auf. Und dann drehe ich die beiden Reifen mal an und schaue, wie die sich drehen. Wenn die innerhalb kürzerer Zeit anhalten oder man schon sieht, die kommen an eine Bremse oder sonst irgendwas, dann sollte man den Freilauf da richtig einstellen. Wie man die Bremsen einstellt oder auch das Narbenspiel, was auch einfach viel zu stramm ist, was dazu führt, dass die Narbe ständig bremst, weil ständig Druck auf dem Lager ist. Das führt natürlich auch zu einer deutlich kürzeren Reichweite. Was ich auch erlebt habe bei einem Vordermotor, den ich verbaut habe, dass der Motor nicht ganz parallel zueinander gefräst war, der Deckel zum Motor, und durchs Festziehen der Schrauben, der sich so verbogen hat und Druck aufs Lager gegeben hat, dass der sogar auch gebremst hat. Also daran kann es auch liegen, kann man auch überprüfen. Dann noch eine Sache, die irgendwie keiner berücksichtigt, ist die Einstellung der Speichen. Wenn die Speichen zu locker sind, was sie oft sind, dann kann der Reifen sich auch stark, was heißt stark, aber er drückt sich immer zusammen und das ist dann wie bei einem Reifen mit zu wenig Reifendruck. Der muss immer diesen Unterschied ausgleichen und das führt auch dazu, dass man Energie verliert. Das wäre so, als würde man immer einen kleinen Berg hochfahren. Also ein gut eingestelltes Fahrrad auf exakt gerader Ebene läuft ganz, ganz langsam nur aus und du kannst wirklich rollen und rollen und rollen und rollen und rollen und das dauert wirklich sehr lange, bis das stehen bleibt. Selbst mit Motor. Also ich habe zum Beispiel ein Fahrrad mit vorne verbauten Motor und das ist so gut eingestellt, da merkt man den Motor kaum. Ein geringer Widerstand ist immer bei einem Motor, aber der ist zu vernachlässigen, beziehungsweise da kommt man auch nicht drum rum. Wichtig ist nur, wenn der Motor halt irgendwie so einen großen Widerstand hat, dass man den Reifen eindreht und der kurze Zeit später stehen bleibt, dann sollte man danach schauen. Das muss nicht sein. So, was auch noch Einfluss drauf spielt, aber nicht so sehr, wie manche vielleicht denken, ist die Aerodynamik. Bei 25 km/h ist der Windwiderstand beim Fahrradfahrer nicht so enorm, dass der meiner Meinung nach Einfluss nimmt. Wenn man dann schon schneller fährt, 40 km/h, dann merkt man das schon und da sind die Rennradfahrer auch in dem Vorteil, dadurch, dass die so weit nach vorne gebückt sind, einen geringeren Windwiderstand zu haben, der denen dann wieder Vorteile in der Höchstgeschwindigkeit und in der Effizienz bei schneller Fahrt ermöglicht. Man sagt ganz grob, verdopple ich die Geschwindigkeit, vervierfache ich den Windwiderstand. Da werde ich auch noch in dem technischen Video einiges zu erklären.